Hallo, ihr Schlingel, und willkommen zu einem kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Die DK-Bücher habe ich schon ja hin und wieder hier mal im Kanal. Gibt immer so ein, zwei pro Jahr, die rauskommen. Aber die haben sich im Laufe der Jahre ja auch sehr entwickelt, verändert. Und ich habe jetzt einmal zwei bei eBay gefunden und dachte, schau mir doch mal in die Vergangenheit, wie diese Sachen sich entwickelt haben, was früher so drin war, wie die früher aussahen, denn die Entwicklung ist tatsächlich sehr massiv, da hat sich sehr viel verändert. Und als erstes nehme ich das ältere von den beiden Büchern, die ich da bekommen habe. Ninjago, die Welt der Schlangen. Ninjago Season 2 Vermilion. Ganz ehrlich, meine Lieblingsseason von Ninjago, weil ich die Schlangenkrieger einfach sehr, sehr mag. Vor allem die Generäle, die dann diese ungewöhnlichen Körper haben, die Schlangenkörper und so, das war cool. Auf jeden Fall gab es dazu von DK dieses Buch 2012, Welt der Schlangen, Buch und Steine-Set, ihr seht das, eine deutsche Ausgabe. Von diesen, damals hießen die auf Englisch noch Brickmaster, inzwischen heißen die ja Build Your Own Adventure. Und zumindest die Brickmaster-Sachen sind auch in Deutsch erschienen. Ich werde wahrscheinlich Ende Juli oder so nochmal ein neueres davon haben, ein Star Wars-Teil, und da dann auch mal wieder ein bisschen bei den Büchern weitermachen und jetzt eben ein älteres zum Reinschauen. Und ja, ihr seht, wir haben hier eine Menge Sets vorne, nicht Sets, Modelle vorne drauf. Wir haben Lascha, wir haben Cole und wir haben hier natürlich eine ein Plastikfenster und dahinter waren ursprünglich die Steine. Ihr seht nämlich gleich, es ist anders als es jetzt ist bei den DK-Sachen. Jetzt bei den Büchern ist es so, dass das im Schuber sitzt, ihr habt einen Karton, den ihr rausziehen könnt, und ein Buch, das ihr rausziehen könnt, dünnes. Das ist hier alles in einem. Der Schuber ist, der Karton ist im Buch integriert. Was den Nachteil hat, dass das Ding halt immer so riesen dick bleibt, wenn ihr es dann nachher ins Buchregal stellt und ihr den Karton nicht wegwerfen könnt, aber ja, ist leider so. Hier auf dem Karton eine Liste der Teile, die drin sind. Ich habe mal die schon rausgenommen, aber wenn man das dann aufmacht, würde hier einfach eine Polybag liegen. Eine dicke, prall gefüllte Polybag, das kann ich gleich sagen. Eine schmucklose Polybag. Da ist einfach nur die Setnummer, ein bisschen Text drauf, Garantie und sowas. Keine Bilder von den Inhalten oder so. Dafür hat man hier die Teileliste. Und dann hat man auf der anderen Seite sein Buch zum Durchblättern. Ihr seht ein Inhaltsverzeichnis und das ist sehr anders zu denen, die wir jetzt modern kriegen. Und zwar besteht das komplette Buch im Grunde aus Bauanleitung für verschiedene Modelle, die man aus den Teilen, aus dem Polybag machen kann. Was ganz interessant ist, weil das dazu führt, dass dieses Polybag halt echt sehr viele unterschiedliche Modelle bereithält. Und zwar ist es so gedacht, ihr seht hier zwischendurch so Unterbrecherseiten, wo so ein bisschen eine Geschichte erzählt wird, im Text. Und alle Modelle, die in einem Schwung sind, also auf einer so einer Seite, die kann man gleichzeitig bauen. Hier zum Beispiel die Schlangengrube, das Spinjitzu-Bike und hier die Schlangenstabsäule und das kleine Ninja-Waffenlager, wahrscheinlich einfach, weil die Teile übrig waren. Ja, dann kann man der nächste Sprunganleitung, die zwei Flugzeuge hier und der kleine Schrein. Dann haben wir hier die Schlangenfalle, die sieht eigentlich ganz cool aus, und diesen Samurai-Flitzer, der ein bisschen unbeholfen aussieht. Übrigens komische Farben für ein Fahrzeug, das Cole fährt, aber 2012 war Ninjago noch nicht so weit entwickelt wie heute. Und wir haben den... Ist das das Start? Ja, das ist der Start der Erzählung. Da haben wir nochmal eine Anleitung für ein Ninja, ein Klingenmotorrad und diesen Schlangentempel. Die werden wir uns gleich ansehen, einfach weil sie die ersten Bauten im Buch sind, um mal als Beispiel zu zeigen, wie das Ganze ausschaut. Und dann haben wir davor noch ein bisschen Erklärung zu Ninjago, Hintergrund der Schlangen, der Ninja. Genau, und die aktuelle Geschichte so ein bisschen umrissen. Und natürlich unsere beiden Minifiguren und wer die beiden eigentlich sind. Wir haben Cole und Lascha. Hinweis übrigens, da ich ja schon gesagt habe, ich hatte das bei eBay gekauft, achtet genau darauf, ob die Steine dabei sind. Lustigerweise ist es so, bei privaten Verkäufern sind eher die Steine dabei, da steht dann auch dabei, entweder ohne Steine steht da, oder da steht alle Steine enthalten. Bei
Verkäufer, die etwas professioneller sind, handelt es sich oft um Buchhändler. Und die haben dann nur das Buch dabei. Und was mir zum Beispiel passiert ist, ist, ich habe einen Teil gekauft, dieses hier. Und da stand dann auch im Text, ja, kommt mit Modell und Minifigur und so weiter. Stellte sich dann heraus, dass es nur im Text stand, weil das der automatisch generierte Text war, wenn man das Ding neu kauft. Und der Händler den Text halt nicht mehr angepasst hat. Und ja, hier war nichts bei, nur das dünne Buch. Das war sehr, sehr ärgerlich. Deswegen werde ich zu diesem Buch auch jetzt kein Video machen. Aber ja, darauf sollte man auf jeden Fall achten. Interessanterweise, wie gesagt, die privaten Verkäufer sind da zuverlässiger als die professionellen. Bei diesen Lego-Büchern. Wegen der Beilage, weil die privaten eher darauf achten, ob das dabei ist, während die professionellen das so abhaken, durchlaufen lassen, ist Buch in Ordnung, Buch ist in Ordnung, Text wird automatisch beigepackt, guckt man nicht weiter nach. Etwas komisch, aber so ist es. Okay, wie gesagt, ihr könnt den Karton nicht rausnehmen, das heißt, ihr habt immer diesen ewig großen Buchrücken, dann habt diesen Riesenplatz, den das im Buch da braucht. Zum Vergleich, hier sind die modernen, die man aus dem Schuhbau rausholt. Das ist schon ein Riesenunterschied, den das einfach einen Platzverbrauch hat. Bisschen schade, bisschen schade. Aber hey, es sind ja Steine dabei und die schauen wir uns doch einfach mal an. Ich habe, wie gesagt, das erste Modell aus der Anleitung zusammengebaut. In dem Fall relativ viele Steine übrig. Das ist immer so, das liegt natürlich daran, dass man aus dem Set verschiedenste Sachen zusammenbauen kann und da sind immer ein paar Teile, die werden dann einfach nicht verwendet, sind dann übrig, könnt ihr anderswo verbauen. Ist ja auch ganz gut. Ja, Steine kann man nie zu viel haben. Immer gut. Dann haben wir Minifiguren. Wir haben einen ganz klassischen Cole, der hat auch nur diesen einen muffigen Gesichtsausdruck. Das ist unser Cole, er hat die schöne alte Schwerthalterung, wo zwei Schwerter reinpassen. Ein relativ detaillierter Bedruck. Mit einer Panzerung, ein paar Gurten, Gürtel. Beine sind auch bedruckt. Schon sehr schön. Rücken auch etwas, aber das war jetzt, ist jetzt halt durch den Schwertharnisch verborgen. Und wir haben Lascha. Classic Lascha. Sieht fast identisch aus mit dem, den es jetzt modern bei den Legacy Sets gibt. Die Augen sind ein bisschen schwerer zu sehen, aber ja, ein Lascha mit seiner hübschen Schlangenkapuze, die man auch ohne Lascha benutzen kann. Sieht auch cool aus. Das sind unsere Figuren. Schon mal gar kein schlechter Anfang. Und dann habe ich als Beispielmodell, wie gesagt, das erste Teil zusammengebaut, wo mir aufgefallen ist, bei dem Motorrad könnte ich sogar fast das andere Motorrad, es gibt ja noch ein zweites Modell am Ende des Buches, das ein bisschen fetter ist, auch zusammenbauen, weil diese Teile keine der beiden Modelle verwendet werden. Die auch nicht. Und das sind im Grunde die Teile, die ich schon zusätzlich brauche. Gut, die schwarzen Gegenstücke hiervon werden verbraucht, aber da sind ja noch zwei rote übrig, kann ich benutzen. Also man kann teilweise auch aus verschiedenen Kombinationen zusammensetzen, wenn man ein bisschen kreativ hin und her macht. Gut, das Motorrad fährt und sonst macht es nicht viel. Das ist halt einfach, wobei ich sehr schön finde, dass das hier auf so einem Gelenk sitzt, sodass man das so ein bisschen neigen kann und dann sieht es nicht alles so rechtwinklig aus. Das ist ein schönes kleines Detail. Wirklich schön ist aber das hier. Das kann man sich so richtig schön in den Dschungel stellen. Die Riesenschlange mit dem Schrein, wo hier der Kobrastab ist. Und wir sehen schon auch interessante Teile. Diese Schlangen sind immer interessant. Die findet man leider nicht so oft, obwohl sie wirklich viel, viel schöner sind als die Lego-Standardschlange. Aber vor allem, das ist eines von zwei Sets, die Schlange in transparent violett hatten. Hier als Zunge verwendet, beziehungsweise als Geschoss. Ja, kann man durch die Gegend schießen. Plopp. Das ist eine Flickfire-Missile. Mache ich nicht, weil ich mir ehrlich gesagt Sorgen darum mache, dass das Ding irgendwann kaputt geht. Und das gab es wirklich nicht häufig. Aber auch sonst. Schlangenkopf, Schlangenschwanz mit hier der Gummispitze. Schöne Teile, immer schöne Teile bei den Büchern dabei. Das kann sich auch noch ein bisschen bewegen. Leider kann man die Schlange nicht komplett verbergen.
Ja, so dass sie komplett hier hinter der Wand ist oder so, das geht leider nicht. Aber hey, man muss immer bedenken, das ist so gebaut, dass man mehrere Sachen draus bauen kann. Und dafür ist das schon nicht schlecht. Das hier ist, glaube ich, auch so ziemlich der beste Vermilionbau in dem Buch zur Auswahl. Bei dem Bike, ich weiß nicht, die Fahrzeuge von Cole sind alle nicht so besonders in dem Buch. Bisschen einfach, aber hey, die Schlangen sind viel spektakulärere. Das ist ein interessanter Teil. Ja, das ist das, was steinemäßig war jetzt. Was ich zu den Büchern vielleicht noch sagen wollte, denn es geht ja auch ein bisschen darum, wie haben sich die Bücher mit der Zeit entwickelt. Ihr habt gerade gesehen, dieses Buch besteht praktisch komplett aus Bauanleitungen. Ja, Bauanleitungen und drei Seiten mit einer etwas angerissenen Geschichte. Das ist, also wenn ich die modernen Bücher sehe, die ja komplett aus Tipps bestehen, wie man Sachen bauen kann und eher so die Kreativität anregen sollen und so zeigen, guck mal hier, so könnte man das machen, so geht das und das und dann kann man sich selbst was überlegen oder soll man sich selbst was überlegen, ist natürlich der viel, viel interessantere Ansatz. Das hier ist nett, hat was von einem Lego-Set mit Alternativanleitung. Im Grunde ist das das, was es ist. Und die Originalpreise sind dafür ist es ein bisschen wenig. Ich würde sagen, das ist, was beiliegt, wird heute so als 10-Euro-Set durchgehen. Die Alternativanleitungen sind ganz nett, aber das macht es vielleicht auf 12 hoch. Der damalige Originalpreis war 20 Euro. Ihr bekommt es aber durchaus zu einem brauchbaren Preis gebraucht, dann schon eher bei dem, was man so erwarten würde von einem Set dieser Größe als Neupreis. Natürlich, wie gesagt, man muss immer gucken, ob die Teile bei sind oder nicht. Ja, also immer in der Beschreibung gucken, zur Sicherheit meinetwegen auch nochmal nachfragen beim Verkäufer. Sag mal, sind die Steine auch wirklich komplett dabei? Denn sonst kann es eine böse Überraschung geben, wie bei mir, und bekommt plötzlich nur das Buch und keinen einzigen Stein. Aber interessant sind sie schon. Ja, also für die Steine, für die Teile und um nochmal eine kleine Ergänzung zu haben für andere Sachen, die man vielleicht gesammelt hat. Wie gesagt, ich finde die Vermilion-Sachen, die hatten eine, das war einfach ein so interessantes Thema mit den Schlangen und die haben auch so eine interessante Optik. Ja, immer mit den Schlangengesichtern und dieser Tieroptik, das hatte was. Und das alleine hat es für mich schon lohnend gemacht. Ja, es sind immer interessante Teile dabei. Hier der Kopf, die violette Schlange, der Schwanz, das Schlangenszepter. Das auf jeden Fall immer. Also egal, welches ihr davon habt von den Büchern, sind immer ein paar Sachen, Teile dabei, die wirklich interessant sind, die es nicht so oft gab. Der große Vorteil gegenüber den heutigen Büchern ist, alles, was in den Büchern vorkommt, als Set, könnt ihr natürlich aus den beiliegenden Teilen machen. Das ist bei den neuen Büchern ja der große Nachteil. Da sind oft Sets dabei, die mit Teilen arbeiten, die man praktisch gar nicht mehr kriegen kann. Ja, weil der Autor des jeweiligen Buches das halt cool verbaut hat, aber alle anderen denken sich, um Gottes Willen, wo kriege ich dieses Teil her? Das gab es nur irgendwann mal in einem einzigen Set, das auch noch damals 120-Euro-Set war und das man jetzt ums Verrecken nicht mehr findet. Dafür sind die neuen Bücher kreativer. Aber mal interessant zu sehen, wie sich sowas entwickelt hat über die Zeit. Im nächsten Video werde ich das nochmal ein Jahr weiter in die Zukunft verfolgen. Dann schauen wir uns nämlich noch so ein Buch an aus dem Jahr 2013. Bis dahin.